Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute in einem neuen Format. Und neuen Format bedeutet neue Gäste und heute speziell mit dem lieben Menschen, mit einer wunderbaren Persönlichkeit, Jürgen Lubick. Herzlich willkommen und danke, dass du hier bist. Ganz lieben Dank, Martin, für die Einladung. Gern geschehen. Du bist ja ein Seelencoach. Du bist schon seit Jahrzehnten tätig im Coaching-Business. Du bist schon seit jeher selbstständig. Du leitest Seminare. Du hast schon Tausende von Menschen begleitet, ihr Leben verbessert, indem du ihnen geholfen hast, mit ihren Seelen in Kontakt zu treten. Und deswegen bin ich so dankbar, dass du hier bist. Der Seelenplan ist für mich, hat mich auch schon seit Jahren mit begleitet und es ist schön, jetzt mal aus dem Nähkästchen zu sprechen und jemanden wirklich dabei zu haben, der ein Urgestein ist, der sich in die Tiefen, auch aus biblischer Sicht, mit der Bedeutung unserer Seele und ja, unserem Dasein eigentlich ganz generell beschäftigt hat. Und ja, wenn du es mir erlaubst, dann würde ich gleich einsteigen mit der ersten Frage. Okay, gerne. Super. Für viele Menschen, auch mich inbegriffen, war das Thema Seele ein sehr abstrakter Begriff, der weit entfernt ist von meinen Vorstellungskräften. Und daher finde ich als Einstieg ist, glaube ich, ganz sinnvoll, dass wir erstmal definieren oder dass du definierst, was bedeutet eigentlich Seele? Was ist die Seele? Ja, was ist die Seele? Wir benutzen in unserem Sprachgebrauch und auch in den Büchern auch von vielen Menschen Seele immer als einen Körper, dass wir eine Seele haben, eine Seele, ja, etwas, was wir haben. Wenn wir aber mal genau hinschauen, woher das kommt, ist Seele ein Zustand. Ich möchte das mal so erklären. Wir sind ja geistige Wesen. Geistige Wesen in einem physischen Körper. Das geistige Wesen schwingt relativ hoch, energetisch. Der Körper schwingt relativ niedrig. So, und wenn du zwei unterschiedliche Energieformen hast, müssen die irgendwie verbunden werden, weil sonst gehen die aneinander vorbei, sonst gibt es keinen Match. Und dieser Match, das ist bei uns unser Atem. Und das heißt, durch unseren Atem, Moment mal kurz. Durch unseren Atem findet die Verbindung von dem Geistwesen zum Körper statt. Und wenn dieser Atem stattfindet, dann sagt man, es ist ein Seelenwesen. Also Seele ist ein Prinzip. Und dieser Atem ist das, was es miteinander verbindet. Ein Geistwesen betritt den Körper mit dem ersten Atemzug, also ein Säugling atmet ein. Das Letzte, was ein sterbender Mensch macht, er atmet aus. Und solange der Atem da ist, solange diese Verbindung da ist, ist dieses Prinzip Seele vorhanden. Geht der Mensch, geht das Geistwesen, ja, dann geht nicht die Seele mit, sondern sie löst sich auf. Die Seele löst sich auf, aber das, was die Information mitnimmt, derjenige, der ja hierher gekommen ist mit einer ganz bestimmten Aufgabe, ist das Geistwesen, das sind wir als geistiges Wesen. Ja? Verstehe. Und Das heißt, dieses Seelenleben ist natürlich auch in dem Blut. Ja, das heißt, in dem Blut ist das Seelenleben drin und über das Blut wird es auch weitergegeben. Also das Prinzip Seele wird zum Beispiel über den männlichen Samen weitergegeben. Das heißt, in dem männlichen Samen ist schon die Form eines neuen Menschen drin, genau wie in dem Samen irgendeiner Frucht, eines Baumes, auch in dem Samen schon der gesamte Baum drin ist. Da ist das Prinzip drin. Es wird aber aktiviert durch den Atem, wenn das Geistwesen den Körper betritt. Das ist so Okay. biblisch belegt. Ja, das ist sehr gut. Das macht das um einiges verständlicher. Was ich fragen wollte, ist, aber das hast du eigentlich schon be zum Teil beantwortet. Das heißt auch, dass wir, bevor wir geboren werden, also wenn wir noch im Bauch der Mutter sind, dann haben wir, obwohl wir noch nicht geatmet haben, bewusst sind wir aber auch schon von dieser Seele
heimgesucht worden. Nee, nicht richtig. Wir sind nicht heimgesucht worden. Heimgesucht worden, das hört sich für mich an, oh, da bin ich jetzt heimgesucht worden, da ist was passiert. Okay. Nein, dieses Prinzip wird weitergegeben, dass überhaupt sich dieses Geistwesen in den Körper manifestieren kann. Das ist ein Prinzip, was weitergegeben wird in dem Blut. Das ist schon im Mutterleib vorhanden. Ja, weil auch durch den Säugling fließt ja auch Blut. Ja, im ersten Moment noch der Mutter, dann geht es nachher in das Kind und auch da ist das Prinzip schon drin. Aber das Geistwesen ist noch nicht in dem Körper drin. Das kommt erst mit dem ersten Atemzug rein. Mhm. Ja? Ja. Jetzt ist deutlich geworden. Okay, und was, jetzt, wenn wir zurückgehen auf die Bedeutung der Seele und auch wenn du jetzt daran denkst, vielleicht wie an deine ersten Begegnungen mit diesem Thema, wie hat sich das, oder wie bist du darauf gekommen, dich damit zu beschäftigen? Was war dein persönlicher Antrieb? Gut, mein persönlicher Antrieb ist einfach meine Ursprungsgeschichte. Ich habe mir als geistiges Wesen eine herausfordernde Situation auf diesem Planeten ausgesucht. Das heißt, ich durfte schon als Kind, als Säugling lernen, gewisse Herausforderungen zu meistern. Ich durfte lernen, Emotionen zu erspüren, zu erahnen, intuitiv, musste herausfinden, ist es für mich eine Situation, wo ich sagen kann, ich kann entspannen, oder es ist eine Situation, wo ich kämpfen muss, die für mich gefährlich ist. Das heißt, ich habe das sehr früh gelernt, dass es dort auch Anbindung gibt, auch an höhere Dimensionen. Ich bin dann später, als ich größer geworden bin, immer auf der Suche gewesen nach etwas. Ich muss dazu sagen, mein Vater war Pastor, der es fertiggebracht hat, mich aus der Kirche rauszubringen, weil all die Fragen, die ich hatte, hat er nie beantworten können. Weil diese Antworten gibt die Kirche nicht. Und ich war eine lange Zeit in Südamerika und so ziemlich in meiner Anfangszeit in Südamerika, das war doch in den 70er Jahren, kamen dann mal so ein paar junge Leute auf mich zu und sagten, hey, hast du schon mal was von Gott gehört? Ich sag, ne, ich bin eigentlich Hamburger, hab gesagt, nee, laut mir Land will ich nichts von wissen. Nee, nicht das, was Kirche erzählt, sondern was tatsächlich in der Bibel steht. Und habe gesagt, gibt es da einen Unterschied? Jo, wollte ich wissen. Ich habe dann die Bibel studiert, das, was drin steht, und diese Dinge auch über viele Jahre gelehrt. Unter anderem habe ich dort das sogenannte Pfingstereignis sehr genau studiert, da wo nämlich der Heilige Geist hineinkommt und wo die Apostel in anderen Sprachen, in anderen Zungen geredet haben. Ich habe später viel noch gemacht, bin viel rumgekommen und habe mich dann auch von der Gruppierung, in der ich damals war, distanziert, weil es auch dort überall gemenschelt hat. Habe dann aber weiter geforscht und festgestellt, dass dieses gleiche Phänomen auch in anderen Kulturkreisen, dass das dort auch gibt. Und ich habe es dann einfach Seelensprache umbenannt. Auch mit Wirkung von oben, dass sie gesagt haben, okay, benenne es um. Ja, und diese Seelensprache wird in allen Kulturen gesprochen. Die Eingeweihten wussten immer darum, weil einfach so viel Kraft und so viel Power da drin steckt. Und ich bekame dann auch die Anweisung, diese Dinge dann auch der Menschheit zu lehren, denen das beizubringen. Das war in den 70er Jahren noch, und seitdem lehre ich es, also jetzt 40, 45, 47 Jahre genau, um genau zu sein, lehre ich das Thema Seelensprache. Ich muss dazu sagen, ich lehre es noch nicht mal, weil ich kann dir nichts beibringen, sondern ich erinnere dich an das, was du sowieso schon mitgebracht hast. Ja, und das ist halt eben das Großartige. Ich muss dich nicht lehren. Du kannst alles, du weißt alles. Du hast es nur vergessen. Ja, und auch die Seelensprache hat jeder. Jeder von euch kann es. Jeder von euch hat es. Jeder von euch hat diese Fähigkeit in sich. Nur wir haben sie leider vergessen. Weil als wir Säuglinge waren, wussten wir das noch. Wir konnten es noch. Nur dann irgendwann kam die Erziehung. Ja, und Mama und Papa waren ja so glücklich, als du das erste Mal Mama oder Papa gesagt hat. Ja, und seitdem hast du es letztendlich vergessen. Und viele Menschen strengen sich sehr an, um da wieder zurückzukommen. Einige, die haben es ganz natürlich, die machen es ganz natürlich. Ja, die Kinder machen es noch. Ja, aber wir Erwachsene, wir dürfen das wieder lernen. Und ja, erstmal so weit. Ja, das war ganz, ganz entscheidend, glaube ich, dass du gesagt hast,
Und es geht ja auch generell, auch wenn wir über den Beruf sprechen, über die Berufung, über Leidenschaften, die wir oder Themen, die wir gerne erleben würden, dann geht es immer darum, dass wir wieder zurückfinden. Und ich meine, der Seelensprache ist die gleiche Logik dahinter oder die gleiche Vorgehensweise, dass wir erst wieder zu uns finden dürfen, um zu verstehen, wer wir sind und was wir drauf haben, damit wir uns weiterentwickeln können, generell. Also dieses Bewusstsein erst wieder für uns zu bekommen, ist für mich ganz entscheidend, auch in meiner persönlichen Entwicklung und auch in der, die ich mit meinen Mitmenschen, meinen Kunden bemerke. Dann eine kurze Frage hätte ich noch zum Thema Seelensprache. Wie hast du es gelernt oder was kannst du auch den Menschen hier, die jetzt zuschauen, gerade vermitteln? Was war notwendig, um zu verstehen, was deine Seelensprache ist? Ja, was heißt das? Meine Seelensprache. Jeder hat seine eigene Sprache. Jeder hat seine eigene Signatur, sage ich einfach mal, eine energetische Signatur. So hat auch jeder seine eigene Sprache. Was wichtig zu verstehen ist, auch gerade für unser Klientel, für die Coaches. Ich gehe wieder von dem biblischen Grundsatz aus, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wenn wir das mal analysieren, heißt das, der Sinn und Zweck ist der Nächste, die Gemeinschaft, die Umgebung, das Kollektiv. Aber die Vorbedingung bist du. Das heißt, der Fokus ist ganz klar von Christus gelegt worden, auf den inneren Weg zu dir selbst zurückzukommen. Das heißt, arbeite erstmal an dir, räum in dir auf, komm in deine Kraft, in dein Potenzial, weil dann kannst du von innen heraus die Dinge bringen. Ja? Und wenn du dich im Inneren veränderst, verändert sich auch das Äußere. Da gibt es das sogenannte Spiegelgesetz. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Also, das, was hilft, und jetzt wieder bei dem Thema Seelensprache, genau dieses Thema Seelensprache bringt mich in meinen inneren Kern, weil das ist die direkte Verbindung zwischen der Schöpfung und mir. Das geht an dem Verstand vorbei. Das geht an dem Verstand vorbei. Das heißt, ich kann dort den direkten Kanal wählen. Ich brauche nicht irgendjemanden als Mittler, sondern es geht direkt und das macht mich stark. Und das ist genau der Sinn der Seelensprache in erster Linie, mich stark zu machen, mein inwendiges Kraftpaket zu aktivieren und nach außen zu bringen. Das heißt, schöpfermäßig das nach außen zu bringen, dass ich wirken kann, egal auf welcher Ebene. Weil das Leben funktioniert von drinnen nach draußen und nicht von draußen nach drinnen. Ja. Und deshalb, so verstehe ich es jetzt, ist diese Kontaktaufnahme zu der Seele, zu seiner Seelensprache auch diese Grundvoraussetzung, dass ich mich neu erschaffen kann, dass ich mich auch mehr wirklich wahrhaftig wahrnehmen kann. Ja, ganz genau, weil schau mal, wenn wir diese ganzen theoretischen Konzepte haben, das ist alles Kopf. Das ist kopfgesteuert. Ja, und mit der Seelensprache sind wir auf der emotionalen Ebene. Das geht an dem Verstand vorbei. Wenn ich die Seelensprache mache, hat mein Kopf, mein Verstand Sendepause. Das heißt, ich aktiviere damit eine immense Energie. Quantenphysikalisch würde man sagen, die Nullpunktenergie. Das heißt, das ist eine Energieform, die unendlich ist, die mir zur Verfügung steht, um mich stark zu machen. Nicht um andere damit zu manipulieren, weil das funktioniert nicht, weil das ist schon wieder Verstand. Es geht an dem Verstand vorbei, mich stark zu machen. Und das ist die Basis, um überhaupt alles andere draußen zu machen, auch um mein Business draußen zu machen. Ja, ich kann nur erfolgreich sein als Coach, wenn ich in mir ruhe. Ja, und die Leute, die zu mir in die Ausbildung kommen, mit denen mache ich 5 Tage erstmal ein intensives Training, nur mit sich selber, dass sie erstmal die Seelensprache lernen und erstmal bei sich aufräumen. Denn wenn sie in sich geklärt sind, dann können wir auch mit den Menschen arbeiten. Nochmal, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sinn und Zweck ist die Gemeinschaft. Die Vorbedingung bist du. Und damit schaffen wir letztendlich die Vorbedingung. Ja. Das heißt ja dann auch, dass wir ohne diese Verbindung zu uns selbst, zu unserer Seele, auch gar keinen nachhaltigen Erfolg haben können. Nein, können wir nicht. Oder? Können wir nicht, nein. Können wir nicht. Okay, ja? Und Wenn du nochmal vielleicht Revue passieren lässt über deine Karriere, über deinen Werdegang, was hat diese Verbindungsweg oder
diese Verknüpfung mit zu deiner Seele, dieses Finden, Wiederkontaktaufnahme, dieses Bewusstsein deiner Seele, was hat das in deinem Leben geändert und war das vielleicht der ausschlaggebende Punkt, der dich zu dem gemacht hat, zu diesem erfolgreichen Coach, Geschäftsmann, der du heute bist? Ja, das war sehr maßgeblich, dass ich überhaupt in diese Richtung gegangen bin. Das war mehr oder weniger ein Zufall oder noch nicht mal ein Zufall. Nein, ich war jahrelang im Ausland. Als ich zurückgekommen bin aus dem Ausland, war ich für den deutschen Markt überqualifiziert. Wann war das? Welches Jahr ungefähr? Das war 83. Ja, also mehrere Sprachen fließend in Wort und Schrift. 20 Jahre Auslandserfahrung. Ja, im Kommunikationsbereich. Ja, ich habe jahrelang auf amerikanischen Bohrschiffen die Kommunikation, die Funkerei gemacht. Ja, also klassisch würde man sagen Bordfunker. Nur ich habe dort auf den Bohrschiffen mit Geräten gearbeitet, da träumt man heute noch davon. Ja, also ich war überqualifiziert, niemand konnte mich mehr bezahlen. Also die einzige Möglichkeit, die mir blieb, war in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich bin dann in die Selbstständigkeit gegangen. Mich hat schon immer die Gesundheit interessiert, bin dann über die Kinesiologie an den Gesundheitsbereichen rangekommen, habe eine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht und viele Dinge gemacht und habe aber schnell gemerkt, wenn ich mit den Menschen, auch gerade im Gesundheitsbereich, wo ich begonnen habe, mit der ganzen Psyche, die ganzen Probleme aufzuarbeiten, erstmal habe ich festgestellt, dass Krankheit im Kopf anfängt, aber auch Gesundheit fängt im Kopf an. Das heißt, ich habe begonnen, das Mindset der Menschen zu verändern. Mit erstaunlichen Resultaten. Und habe das dann von dem Gesundheitsbereich in den Persönlichkeitsentwicklungsbereich, auch in den Businessbereich hineingetragen, weil ich mache auch Business Coaching. Das heißt, auch dort schule ich in erster Linie natürlich die Unternehmer selbst. Ja, es gibt so einen schönen Spruch. Also, liebe Unternehmer, der Fisch stinkt vom Kopf. Es geht mit dir los, Unternehmer. Ja, erst wenn es dir gut geht, wenn du in deiner Mitte, dann können auch deine Mitarbeiter richtig funktionieren. Also, du beginnst zuerst bei dem Unternehmer, bei dem, the man who is in charge oder die Frau who is in charge, ist egal, ob Männlein oder Weiblein. Ja, das heißt, dort beginnt die Veränderung. Das ist der innere Kern und das hat dann Auswirkung nach außen. Aber es geht nur, wenn du innerlich klar bist mit dir, mit dem, was du tust. Wenn du angebunden bist, wenn du deine Anbindung hast, dann regelt sich mit einem Mal alles im Außen. Ja, das hast du wunderbar formuliert. Und ich denke auch, für das heutige Gespräch ist es ein perfekter Abschluss, weil wir ja diese Verbindung herstellen wollten von unserer Seele, die übergreift auf uns selbst, auf unser Tun, auf unsere Umwelt letztlich auch und unsere Realität. Wir sind die Schaffer unserer Realität. Und wie du schon gesagt hast, du hast es alles schon eigentlich perfekt ausformuliert, wenn diese Balance da ist zwischen Seele, zwischen dem Körper und dem Geist, dann sind wir die wahren Wesen, für die wir geschaffen wurden und die da auch entsprechend was nicht nur für uns tun und für unsere Glückseligkeit, sondern auch für unsere Umwelt. Und das wollen wir letztlich als Coaches, als Unternehmer tun, dass es uns gut geht, aber vor allem, dass es auch den Menschen, die uns begleiten, die wir treffen, mit denen wir zusammen wirken, arbeiten, dass die auch entsprechend sich entwickeln und dahin kommen, wo sie wirklich hinwollen. Und das ist ja meistens das, was ihnen am Herzen liegt. Ja, ich möchte sogar noch weitergehen. Wir leben jetzt in einer spannenden Zeit, in einer Umbruchszeit. Also ihr Lieben, das, was war, kommt nicht nochmal. Das ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Wir als Coaches, wir als diejenigen, die andere Menschen schulen wollen, die andere Menschen beraten wollen, wir müssen jetzt schnell reagieren, wir müssen uns schnell adaptieren. Aber das geht von drinnen nach draußen. Das heißt, wir gehen jetzt in die Schöpferkraft. Wir müssen etwas bei uns verändern. Gerade diejenigen, die wir andere Menschen coachen wollen. Denn bei uns fängt es an. Ich kann niemanden coachen, wenn ich nicht vorangehe. Ich muss als Beispiel vorangehen.
Und wenn wir in die neue Zeit gehen, viele sagen 5D, also die fünfte Dimension, das heißt, dort wird alles leichter, alles luftiger, aber wir sind die Schöpfer, wir müssen in den Schöpfungsprozess gehen und das geht nur, wenn wir tatsächlich in uns ruhen. Das draußen Kopf, das ist oldschool, das ist vorbei, das kommt auch nicht wieder, wir kommen nicht mehr zurück zur alte Normalität. Nein, wir kommen in eine neue Normalität und da ist Schöpfertum, da wird es kreativ, da wird es richtig spannend für uns und glaub mir, der Coaching-Markt ist in den nächsten 10 Jahren der Markt. Also es kommen so viele Menschen auf uns zu, die Probleme haben, die wirklich nicht wissen, wie sie jetzt mit der neuen Situation umgehen sollen. Wir haben reichlich zu tun, glaub mir. Also in diesem Sinne erstmal ganz lieben Dank für die Einladung heute. Ja, herzlichen Dank, lieber Jürgen. Es war ein perfektes Abschlusswort und was mich auch an dich oder was mich an dir fasziniert, ist dieser frische Geist in einem erfahrenen Körper. Ich darf es, glaube ich, mit den Zuschauern hier teilen, dass du bist schon stolze 70 und wenn du solche erfrischenden Worte sagst, wenn du diese Nachricht mit uns teilst, dass es trotzdem, obwohl es eine herausfordernde Zeit momentan ist, aber es kann immer besser werden. Es hängt an uns, es liegt in uns, dieses Neue, diese Frische in die Welt zu tragen. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier mich auszutauschen. Und danke für das Teilen von deinen Weisheiten und deinen Erfahrungen und dem vielen Wissen, das du in dir hast und das du vielleicht noch in Zukunft mit uns teilen willst oder hier teilen willst auf diesem Kanal. Würde mich sehr freuen. Danke nochmal, dass du da warst. Ich bitte die Zuschauer oder du dich als Zuschauer, wenn du Kommentare hast, wenn du Fragen hast an Jürgen, stell sie gerne, schreib sie gerne rein. Die Kontaktdaten von Jürgen stehen auch hier in der Beschreibung, meine sowieso. Deswegen schreib uns auch gerne direkt an, wenn du dich danach fühlst. Und sollte es noch irgendwelche Inspirationen geben, irgendwelche Impulse, die jetzt gerade aufkommen, schreib sie auch gerne in die Kommentare zu bestimmten Themen, was das Seelenleben angeht, was dein Geschäft, dein Coaching-Business betrifft. Würde mich freuen, von dir zu hören. Lieber Jürgen, herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Mich auch. Ich habe auch zugeschaut. Und herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ganz lieben Dank. Auf Wiedersehen. Ciao und Namaste.